dann der Krieg ein ganz wichtiger Anlaufpunkt war, auch um überhaupt etwas erfahren zu können. Ich habe damals noch ein bisschen Kunstgeschichte studiert und war ganz altertümlich unterwegs, was es so an neuen Dingen in der Kunstszene gibt. Und da gab es eben diese Station Rose, wo man manchmal etwas erstaunt war, wenn man nicht so ganz auskannte, und auch erfreut und beglückt sein durfte und konnte. Das war 1988 und es gibt eigentlich so eine direkte Verbindung zwischen euch, Karl von Süchs und Gerry Dahner und Lisa Rose, damals von Station Rose genannt. Es gab eine Ausstellung, die ihr beide kuratiert habt in der Sezession, die hieß Neue Szene Wien.